Da ist er wieder unterwegs, unser Luigi, Leute. Willkommen zurück. Ihr seht schon auf der Karte oben rechts, wo wir uns befinden, genau. Es ist ein Raum mit einem gefährlichen Geist. Aber mal sehen, ob wir uns gegen ihn gleich zur Wehr setzen müssen oder nicht. Huch, da ist ja noch so ein Loch da oben, sehe ich gerade. Kann man aber nichts irgendwie noch ändern oder so? Nö. Einfach nur ein Loch. Egal, wie auch immer. Gehen wir rein, Leute. Damit hier gleich Action zu Beginn natürlich da ist. Ja klar, der rote Geist war schon recht nervig beim letzten Mal. Aber wir wissen jetzt, wie wir sie bekämpfen müssen und von daher passt alles. Oh Gott. Er schreckt erstmal übelst. Yeah, erstmal Sonnenbrille aufgesetzt. Ein richtiger Skiller, ey. Mit der Rolle. Der ist ja sehr amüsant. Ja, klasse. Oh Gott. Ist das eine Waffe oder was? Aha. Ah, es wird wohl gegen Luigi dann effektiv sein, wie man sich vorstellen kann. Die Frage, was wir machen müssen. Wie gesagt, gegen Luigi kann er wahrscheinlich was machen. Da kann man vielleicht sich hier Wasser holen und zurücknehmen. Ich denke mal wahrscheinlich, dass wir ihn erst von der Seite aus hier anstrahlen werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Spiel würde sich mit Joy-Cons sogar besser steuern. Ich kann mich jetzt allerdings auch täuschen. Ich nehme mal Pro-Controller spiele. Lass mal sehen, kann man hier irgendwas machen? Wenn ich durchgehe, wird er sicherlich gleich herkommen, ne? Ziemlich cool. Wir finden auch ein bisschen was immerhin. Oh, jetzt hat er losgelegt hier. Ja, wahrscheinlich muss man einfach nur ein bisschen aufpassen hier. Wenn ich hier stehe, müsste es schon ein bisschen schwieriger für ihn sein, ne? Vielleicht am besten warten, bis er dann mal feuert. Na komm. Na? Nee? Tatsache anscheinend. Oh, 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 okay, das war unerwartet. Ja, weil der auch schon wieder so eine Sonnenbrille natürlich hat, klar. Ah. Na, dreh dich um hier. Okay, und jetzt haben wir dich. Bam, wow. Alter, ist der richtig fett, Mann. Oh mein Gott, dieser Typ noch. Übel, der macht einen Schaden hier in der Umgebung, ich sag's euch. Okay, er hat wirklich jedes Mal seine Sonnenbrille. Ah, okay. Einfach hartnäckig bleiben, das alles. Nur dreht sich Luigi halt immer. Das ärgert mich teilweise. Dammit. Ja, der hat uns leider gepackt. Aber eigentlich kann's mir egal sein, weil ich meine, macht ja uns nicht wirklich was aus, ne, wenn er uns mal trifft hier. War das jetzt ein bisschen ärgerlich? Das ist ein kleiner Konter-Move. Geschickter Typ. Aber jetzt bin ich in der richtigen Richtung hier. Dreh dich um. Nein! Jetzt. Alles klar. Ja, gut. Wirklich keine große Herausforderung an sich. Kriegt man schon hin, ne? Moment mal. Die sind auch flüssig, ja? Ist auch ganz schön knapp gerade, aber wow. So näher ran und das war's mit dir, jawohl. Einfach übelst dick der Geist hier, aber jawohl. Da haben wir's, Leute. Sehr schön. Das war ja auch ein lustiger Fight. Aber Luigi freut sich da nicht so wie Luigi. Einfach nur eine emotionslose Masse. Das klingt echt übel, wenn man das so ausspricht. Emotionslose Masse. Oh. Penta. Ah! Hä? I did it! I did it! Jawohl. Und wieder die coole Musik. Wir haben es geschafft. Oh yeah. Was war das denn? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ach, ist er auf der Bananenschale ausgerutscht? Das ist ja lustig. Das kann sein. Flop. Erstmal alles weg hier. Ja, es wird erstmal Ordnung gemacht hier. Und einmal dran ziehen.
Wow, das war enttäuschend, aber egal. Was ist denn da? Lollis oder was? Meine Güte, und was hat er da drin? Nichts Außergewöhnliches. So. Jetzt wird hier mal sauber gemacht, ja? Okay, da können wir anscheinend nichts mehr machen. Mal ein bisschen vielleicht mit der Düsterlampe umschauen, man weiß ja nie, ne? Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Würde sonst wahrscheinlich einfach beim Bosskampf so ein bisschen stören. Vielleicht noch ein bisschen Geld, ne? Hier. Nicht so wirklich, ne? Keine Chance. Aber macht nichts. Vielleicht hätte man ihnen auch die Sonnenbrille abschlagen können, wer weiß. Na, hier ist noch ein bisschen Cash. Das war aber nicht der Rede wert. Ja, ich denke, wir können gehen. Wenn ich mir das alles so angucke. So. Wunderbar, Leute. Was können wir hier noch machen? Vielleicht kann man auch Secrets sehen, ich weiß es nicht. Sieht es nicht so aus, als wäre irgendwas Interessantes an sich zu sehen, ne? Keine Chance, egal, Leute. Dann sind wir ja wirklich fertig. Hier schon wieder so eine Pizza hier gegessen hat. Nee, Donuts. Oh, Moment mal, hä? Ach, den muss er erst zurückbringen. Ups. Heißt, so passt dann alles. Damit auch der echte Luigi das Ding dabei hat. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Alles klar. Auch wenn wir noch theoretisch einige Juwelen hätten. Und wie gesagt, ich finde das hier noch sehr auffällig hier oben. Oder kann man hier vielleicht auch einfach mal dran zielen? Kann ja auch sein, ne? Nö. Bewirkt an sich auch gar nichts. Schade. Okay, okay. Ja, wie gesagt, Juwelen haben wir eigentlich gar nicht so viele bekommen diesmal, ne? Da gibt es sicherlich noch einige, die irgendwo sehr gut versteckt sind. Aber ist auch egal. Man hat ja Zeit für alles letztendlich auch irgendwo. Das passt schon. Ist in Ordnung. Ja, laufen wir zurück. Ich bin mal gespannt, was uns auf Etage 2 erwarten wird. Ab geht die Boss. Luigi! Ah! Oh Gott! Ding! Das ist ja eine coole Fahrstuhlmucke. Oh! Haha! Oh. Hier ist immer noch probiert, aber jedes Mal wie von Geisterhand. Oh yeah. Oh yeah. Hinterfragt er immer gar nicht. Luigi, du kannst jetzt mit dem Aufzug direkt zur E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Okay, Gastronomie, Unterhaltung. Das klingt ziemlich nett. Ich will unterhalten werden und gut essen. Findest du es nicht auch, Luigi? Das hast du ja echt verdient, oder? Also Mario hat sich einfach die ganze Pizza gekrallt, ne? Dabei ist man hier in so einer schönen Villa. Kannst du dir eigentlich richtig gut gehen lassen. Gönn dir mal das richtig geile Zeugs hier, ja? Da ist er doch gleich gut gelaunt. Haha. Mario? Mario? Nein, Mario ist nicht da. Die haben auch nochmal eine Übersichtskarte an sich, ne? Aber immer noch relativ grob an und fühlt sich. Damals die Gastronomie, genau. Da kommt noch irgendwas mit Musik demnächst anscheinend. Genau, da schlafen dann alle. Das oben könnte dann halt Spielzimmer sein oder so. Wird es immer schräger von den Symbolen. Irgendwas mit Filmen haben sie auch noch. Naja, ich bin gespannt. Oh, cool. Hi. Diese Musik dazu. Bisschen französisch angehaucht, oder? So. Dann kommen wir jetzt also da rein, ha? Huh? Gut. Das hat der Stil hier. Ach, und es gibt doch wieder Käse. Ach, sieh mal einer an. Oder war das jetzt nur eine Referenz in dem Zusammenhang, oder was? Der Spur folgen. In der Käse Teil 1 war ja noch bekannte Mechanik, ne? Schauen wir mal, vielleicht ist in den Bildern noch irgendwas drin. Kann er nicht schaden. Moment mal, was ist das? Moment mal. Wie schräg ist das denn? Komisch. Sehr mysteriös. Auf jeden Fall haben wir hier ein Loch. Wahrscheinlich kommt daher irgendein Licht oder so. Okay, ein
bisschen Geld. Das war's aber auch schon. Hm. Etwas enttäuschend. Ich bin gespannt, wie sowieso der Schwierigkeitsgrad gegebenenfalls noch zunimmt. Ich meine, der Bosskampf jetzt war ganz nett, aber er war auch noch nicht wirklich herausfordernd oder so. Und der Geist, der so rötlich war, der war jetzt auch nicht wirklich schwer, ne? Ist dann doch auch sehr schnell draufgekommen, wie man ihn anzupacken hat. Mal sehen, wann es komplex wird. Hm? Okay, wieder klassische Musik. Hier. Gehen wir einfach mal rein. Ach, hier waren wir ja schon, stimmt ja, richtig. Ist eine Weile her allerdings schon. Das ist nur die Verbindung nach da. Ach ja, stimmt, jetzt konnten wir das Objekt quasi wegräumen, richtig. Da war ja auch schon zu, genau. Der will, dass wir da entlang gehen, aber wir gucken uns natürlich noch um. So viel Geduld muss sein. Oh. Seht ihr? Geduld wird mit Cash belohnt. Was ist denn da noch alles drin? Wir können sogar mal kurz linsen. Aha. Ah, guck mal. Ein großer Geldsack. Und da kann man vielleicht mit Fluichi sogar durch. Richtig still auf einmal. Ja, hier ist auch so eine Fluichi-Röhre, um in den Raum reinzukommen. Und natürlich gibt es hier auch nochmal Cash. Das sieht man sofort. Dieses Bild ist ein bekanntes, ein gern gesehenes. Kann so ein Bild nicht bei mir zu Hause hängen. Ah, Moment. So, jetzt. Wunderbar. So viel Cash. Den ziehen wir auch noch weg. Ist mir wieder richtig schön viel. Man hört im Hintergrund nur den Hund noch bellen. Der sich schon ein bisschen aufregt wahrscheinlich darüber, dass wir so lange brauchen. Wow. Impressive. Komm, geh rein, Luigi. Da haben wir gleich einen Shop für Fluichi. Erstmal hier alles aufmachen. Aha. Oder auch nicht aha. Weil hier doch niemand ist. Oh, doch. Das wäre nur für Fluichi ein Problem. Oh nein, nicht so einer. Ich hasse die Dinger. Das sind die schlimmsten überhaupt. So, was mit dir? Meine Güte. Die sind wirklich immer furchtbar. Was hat uns wieder ein Juwel beschert? Kann sein, dass sie immer ein Juwel geben, oder? Das wirkt ein bisschen so. Ziemlich cool. Lohnt sich also, die mal mitzunehmen. Was haben die denn da gemacht? Ja, zumindest ordentlich an Klopapier aufgestockt, meine Güte. Wow. Was sagst du denn da? Wow. Nie eine Toilette gesehen, oder was? Meine Güte. Wow. Blubberblasen. Ah? Und erstmal nochmal hier draufdrücken, einfach wenn man es kann. Aha. Der hat sich auch gelohnt, so. Dann wechseln wir doch mal kurz rüber, würde ich sagen. Kommst du jetzt schon direkt durch? Man muss, glaube ich, erst abmontieren irgendwie, ne? Aha, so. Ein Shop für Fluichi. Das ist ja dieses widerliche Geräusch wieder dazu. Was ist das denn? Als ich meine, hallo? Nehmt das einfach alles hier mit. Und das sieht aus wie ein, Haufen. Ich weiß ja nicht. Er nimmt bitte schon so viel Essen mit zur Toilette. Das ist ganz schön eklig. Bah. Nein, das sind Brezen, wow. Das sah aber ein bisschen anders aus, oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Es ist eine Menge Cash. Da beschwere ich mich mal nicht. Aber einfach Essen mit zur Toilette nehmen. Nein, wer macht eigentlich sowas, ganz im Ernst? Das ist schon sehr eklig. Uah. Grundgütiger. Na komm. Nicht mal niesen kann Fluichi, ne? Nö.
Aber das geht tatsächlich. Jetzt auch wieder mit dem D-Pad. Rums. Was ist hier los? Erstmal alles aktivieren. Wobei bei Luigi müsste das ja sehr gefährlich sein. Nicht, dass da eins defekt ist oder so und dann Wasser abbekommt, ne? Trotzdem überall mal durchspülen. Oh mein Gott. Kommt einfach so ein Schwert raus. Jemand einfach eine Tatwaffe entsorgt, so. Aber mehr scheint es ja gar nicht zu geben. Bisschen Cash halt, ja, das Übliche. Das ist außergewöhnlich, das. Auch keine Bilder oder so, aber man sollte sich sorgfältig umschauen. Stimmt. Gehen wir alle Toiletten nochmal durch. Vielleicht auch nochmal die Wände hinten angucken, ne? Moment. Noch kurz mitgenommen. Oh, Moment mal, hier. Aha. Sieh mal einer an, da haben wir doch was entdeckt. Aber was bringt uns das jetzt? Nur Geld, wirklich? Immerhin ein bisschen mehr, aber ja. Das ist auch ein Juwel drin sein können, ganz im Ernst. Ich glaube, das können wir uns noch krallen. Ist das irgendwas bewirkt? Moment mal. Stimmt, da war ja das Loch. Nee, Quatsch. Hä? Was ist das da drüben? Moment. Was mache ich denn? Das sieht man doch hier auch. Jetzt nicht blöd. Halt. Düsterlampe. Düsterlampe. Nein. Oh Mann, ey. Aber das sieht schon so aus, als gäbe es da noch irgendein Secret. Anscheinend kann man da nur gerade nichts machen. Keine Chance. Na gut, ich würde sagen, wir gehen wieder. Kann man da eigentlich auch einfach raus? Nö. Weiß gar nicht, was hier die Tür überhaupt blockiert, ehrlich gesagt. Na gut, okay. Aber ich hatte noch vorhin irgendwas gesehen. Das muss ich mir nochmal kurz angucken. Ey, warte mal. Schon wieder ein Geldschein? Nee. Da kommen Blätter rein. Das sollen wir mal sehen. Ja, es gibt auf jeden Fall sowas, aber da können wir erstmal nichts machen. Hätte man sich Luigi nicht komplett sparen können, theoretisch. Ich meine, ist die Röhre für irgendwas gut? Vielleicht passiert hier später was, aber eigentlich ist es ja komplett unnötig, wenn man einfach so reingehen kann. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht irgendwas entfernt hatten. Moment mal, das hier sieht schon sehr auffällig aus. Nein? Anscheinend doch nicht. Nope, dann gehen wir einfach weiter. Ziemlich schick hier drin, hm? Ja, es duftet, guckt's euch an, ja. Da ist er begeistert. Bobst sich erstmal ein bisschen was. Kann er das denn überhaupt essen? Boah, erstmal wieder Randale. Aber so richtig. Schaut mal vor allem da oben, was da einfach alles rumliegt, ey. Das ist ja genial. Aha. Und guck, da ist sogar eine Luigi-Röhre. Ist nur die Frage, wie man hochkommt. Was zum... War da eine Spinne oder so? Ah, guck, da ist die Röhre. Sehr schön. Dann haben wir die schon mal. Gut, dann können wir uns den Rest mit Luigi einfach krallen. Vielleicht ist da ja irgendwie so eine Art Juwel oder so drin. Kann da sein. Das brechen wir auf. Ams. Wow. Wie enttäuschend. Luigi, mach das. Geräuschkulisse, herrlich. Meine Güte. Oh, mehr Cash, jawohl. Kann sich doch sehen lassen. Und er ist sehr seltsam von seiner Fallanimation, aber okay. Ich meine, komische Animationen sind für Luigi eh nichts Neues. Oh. Eine Spur und da hinten ist schon wieder ein Loch, huh?
Und die genießen auch erstmal ihr Essen hier, die Geister. Jagen wir ihnen einen kleinen Schreck ein, würde ich sagen. Na komm schon, Luigi. Wir müssen ja auch mal überraschen. Oh je. Eine ganze Armada. Und sie haben alle Essen. Jetzt gibt es eine Essensschlacht, Leute. Oh Gott. Moment mal. Du bist der Übeltäter, oder? Verdammt. Na komm, komm her. Die machen ganz schön gut Damage, muss ich mal sagen. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir möglichst viel auf einmal erwischen, würde ich mal sagen. Sehr schön, ja. Einfach eine Kombo nach der anderen quasi. Ja. Seht ihr? So macht man das doch. Jawohl. Und du kriegst auch noch dein Fett weg hier. So, Leute. Wow, das war ein richtiges Gemetzel gerade. Einfach einen in den anderen rein. Richtig übel. Das war jetzt erstmal hier die ultimative Schlacht gerade. Richtig krass. Das hat Spaß gemacht. Machen wir noch mehr Radau. Ja, jetzt kannst du wieder laut sein, Luigi. Solltest nicht so eine Angst haben, du bist einfach übermächtig, ja. Du würdest sogar gewinnen, wenn du absolut gar nichts tust, davon bin ich überzeugt. Ja. WTF? Geht einfach so Brösel raus? Das war weird. Da kann man da irgendwas anziehen, seltsam. Zudem hört man gerade sehr komische... Ach, wartet mal. Aber wo soll der hin? Ich dachte jetzt erst, dass er vielleicht da unten rein muss oder so. Irgendwas muss er mit diesem Käse machen. Ich meine, den kann man nicht umsonst nehmen. Das ist wirklich nur die Frage, wohin der muss. Ich dachte eigentlich, man muss vielleicht ihn da dagegen schleudern dann. Aber du hast ja nicht wirklich eine Wahl, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Irgendwas kann man sicherlich mit dem Ding noch anstellen. Erstmal mehr Radau. Alles muss kaputt gemacht werden hier. Das ist das Einzige, was mysteriös bisher ist für mich, aber naja. Was ist hier? Es gibt uns auch nichts. Und wer ist hier? Der Koch hier. Ganz schön rauchig hier drin. Er mag wohl alles ganz gerne ein bisschen durch, ja. Kann sich keinen Smoker leisten wahrscheinlich und macht das Ganze so. Oder so. Erstmal wird alles kaputt gemacht. Hoho, hoho. Das sah ein bisschen so aus, als könnte hier was verborgen sein. Das schaffst du nicht ohne Hilfe, Luigi. Allein bist du nicht stark genug. Erstmal will ich ja sowieso einfach nur ein bisschen ihr Zeugs krallen. Okay, das hat nichts bewirkt. Oh. Aha. Wen haben wir denn da? Das ist er also. Der Meisterkoch. Oh Gott. Dich kriegen wir, Kollege. Alter, ist er wütend. Wow, 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 wow. Ah, da wird er sich. Verdammt. Ach, weiße Wassermelone war, oder was?
Das hat uns anscheinend gerade gar nichts ausgemacht, witzigerweise. Ah, verdammt, ey. Wie macht man denn das jetzt am besten? Lass mal sehen. Also. Jetzt. Jetzt krall ich mir nicht, Freundchen. Und auf die Erdplatte. Richtig übel, ey. Okay, aber der hält auch einiges aus, muss man sagen. Aber cooler Kampf, gefällt mir. Hat was. Na, magst du Wassermelonen? Oh, 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 oh Gott. Komm mir nicht zu nah, Kollege. Ey, nein, nicht mit mir, Freundchen. Ah. Oh, alter Schwede, ey. Einfach das Ding aufgebrochen. Richtig cool. Kann sich das nicht nochmal krallen, ne? Oder irgendwas anderes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn, Luigi! Oh Gott. Renn einfach, Kollege. Verdammt, ich kann dir nichts entgegenwerfen gerade. Ja, ja. Irgendwo muss hier doch noch was sein. Da ist noch die fette Keule hier. Ah. Das würde später gehen. Wahrscheinlich soll man sonst die Fische nehmen. Sonst hat man ja nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mist, ich war ein bisschen zu langsam gerade. Aber kein Problem, wir haben ihn eh bald. Na komm. Verdammt, das ist so. Ja, Idiot, ich kann mir vielleicht sogar auch einfach natürlich den Stöpsel hier was anderes entgegenschleudern. Ich muss mal gucken. Moment. Naja, ich kann das nicht machen. Verdammt. Wie mache ich denn jetzt weiter? Mann, ich muss mir irgendwas Neues krallen. Komme ich denn jetzt weiter? Am Anfang hat das ja noch ganz gut geklappt, aber jetzt leider nicht mehr. Weil das Ding ist leider. Damit kannst du nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass noch was drin, was ich mir nehmen kann, aber ich komme nicht mehr weiter, verdammt. Goddammit. Das ärgert mich gerade übelst. Als ob, und es ist immer wieder dieselbe Stelle. Danke, das geht also doch auch. Okay. Jetzt haben wir dich auch. Du hast uns tatsächlich ein bisschen gehabt gerade. Ich dachte, man muss nur seine Zutaten gegen ihn verwenden. Ich war da ein bisschen zu unflexibel gerade. Aber kein Problem. Wir haben ihn, Leute. Das ist alles, was zählt. Nice, okay. Erstmal Lebensenergie tanken. Puh, hast du ein aggressives Geräusch, meine Güte. Wenn die Lebensenergie mal unten ist, hatten wir das auch mal. Alles klar. Gut, wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal sorgfältig um. Ist ja alles auch recht spannend gerade. Ja, da hätten wir noch was bekommen, seht ihr? Wobei, nein, das wäre auch zu schwer gewesen, also. Aber alter Schwede, hier so ein richtig geiles Grillhähnchen. Boah, heftig, ey. Na komm. Das geht nicht, weil er schräg dran ist. So, dann halt so, ne? Klassisch aufbrechen. Und hier noch richtig nette Süßspeisen so. Der Typ, der hat hier richtig krass gekocht, ey. Hä? WTF, was? Oh mein Gott. Das arme Tier. Kann man den. Lol. Kann ihn abblitzen. Alles klar. Yeah, okay, Leute. Dann schauen wir doch mal. Jawohl, cool. Das ist bestimmt nicht ungesund, liebe Maus. Deswegen gibst du die ganzen Löcher. Vielleicht brauchen wir dann für Luigi, das kann sein. Und hier hinten mal so der Gefrierschrank wie. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ein Anglerfisch, der kein Licht mehr drin hat, oder was? Ich dachte, das kann man hier vielleicht benutzen. Oder kann man das machen, dass er dagegen beißt oder was? Ich weiß gar nicht.
Er sah ja gerade noch ein bisschen lebendig aus. Aber anscheinend ist er dann doch irgendwo einfach. Meine Güte. Im Gefrierschrank einfach mal eiskalt hier. Hast du einen Knochen gefunden, ne? Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes cool. Wundert mich nur, dass wir ja gar nichts finden anscheinend. Sie hätte sich ein Versteck doch sehr angeboten für irgendein Juwel oder so. Ach, warte mal, vielleicht muss man das hier auftauen. Natürlich, da ist doch ein Juwel drin. Aber klar. Kannst du das fallen lassen einfach so? Oder muss man es vielleicht sogar in den Ofen stellen, ha? Ich mag solche kleinen Rätsel, die teilweise dort einbauen. Nö, das geht nicht. Da haben wir wieder sowas anderes, ne? Das taut auch nicht automatisch auf. Wow. Kann man es nicht mal aufbrechen einfach? Nee, das geht auch nicht, hä? Man kann ja gar nichts drauflegen. Seltsam, es muss doch eine Lösung geben. Dieser Part natürlich schon recht lang. Ich will eigentlich Luigi's Mansion Part nicht zu lange halten, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey. Ja, das ist ärgerlich. Irgendwie muss man doch mit dem Ding was machen können. Hier gibt es doch so heiße Flächen, aber man kann's halt nicht drauf platzieren, das ist das Problem. Weil da tut sich schon irgendwas, oder? Das ist wahrscheinlich nur Einbildung. Ernsthaft? Das geht einfach nicht. Na? Nö, keine Chance. Das Ding, das will nicht auftauen. Dachte halt, man kann es einfach in den Ofen legen, ne? Aber es geht anscheinend einfach nicht. Und jetzt bin ich ein wenig irritiert gerade. Kannst du auch nicht irgendwie hier dafür sorgen, dass hier was passiert? Da mal so Gitter, vielleicht kann da Luigi durch, lass mal sehen. Geht das? Nee, da will er dahin. Ja, ist ja schön und gut, aber das bringt uns leider gar nichts. Kannst ja auch nichts dagegen hauen, oder? Gibt erstmal Energie, alles klar. Ah, ist das seltsam. Das ist ja seltsam. Keine Ahnung, was man mit dem Eisblock hier machen muss. Man kann ihn wahrscheinlich auch nicht weiter transportieren, oder? Uff. Das war am naheliegendsten, dass man das vielleicht aufs Feuer legt, aber ich habe keine Ahnung, was sich Nintendo da gedacht hat. Ehrlich gesagt. Bin einfach nur übelst verwirrt gerade. Außer wir kriegen irgendwie so eine elementare Feuerfähigkeit oder sowas. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Huh. Na ja, egal, Leute. Das muss gut sein für heute. Hat wieder Spaß gemacht. Machen wir nächstes Mal weiter. Aber das beschäftigt mich jetzt gerade. Bis bald.